Ja, hallo liebe Leute, ich habe hier und willkommen zu einem weiteren Epic BG Kommentar und zwar diesmal mit meinem Dämonenjäger. Der ist momentan hier 277 Item Level insgesamt, spielen hier mit Einigkeit, also mit Immerflamme, haben natürlich auch den 4er Set Bonus. Und wir sehen momentan bei den Event hier. Spielen diesmal mit Blutmond. Gerade weil es so Epic BG ist, kann man natürlich dann viel purgen und dann kriegt man die ganze Zeit mehr Leech, also mehr Selfie. Spielen mit isolierte Beute. Jetzt nicht ganz so geil, aber ja, finde ich immer noch die beste Alternative. Und dämonisches Erbe, gerade weil wir mal Draxus sehen und dadurch nochmal bei Weitem mehr Damage anbringen können. Gerade wenn wir dann in den Big Zerg reinspringen. Das heißt, wenn wir hier hinten einfach mal reingehen gerade und mal schreien, was wir so anbringen können. Legen wir hier gleich eine Darkness, dann stunnen wir hier erstmal alles und schauen, ob wir hier irgendwie ein bisschen Damage reinbringen können. Ich glaube weniger, wir gehen ein bisschen weiter zurück gerade. Gehen wir nochmal ins Ausweichen. Oh oh, jetzt laggt hier gerade ein bisschen, weil der Warlock hier 500 Bones auf einmal reinhaut. da konnte ich gerade nicht ganz rein, Alter. Der Warlock ist gerade ein bisschen eskaliert, es tut mir gerade leid. Es tut mir gerade leid, da ging die FPS derbe nach unten gerade. Da gingen die FPS, das hatte ich schon lange nicht mehr, dass die FPS so derart crashen in einem Epic BG oder so. Das ist wirklich nur, wenn halt massivst reingespammt wird. Aber sieht ganz gut aus für uns bisher, sieht ganz, ganz gut aus. Wir können auf jeden Fall hier nochmal durchbeamen. Nein, wir werden instant drauf gescattert. Wir fokussieren hauptsächlich immer nur die Ranges. Warum? Weil Ranges in den BGs, ja, also in den Epic BG von Ashran, weniger HP haben. Melees haben ein bisschen mehr, weil logischerweise Melees müssen ja auch reingehen. Und dann tut man sich natürlich ein bisschen schwerer, wenn man halt instant down ist. Oh, wir haben sogar die Sphäre unten noch gesammelt. Das ist auch nicht bad. Ich will hier einen debuffen. Debuff aber aus Versehen das Pet, weil ich gerade irgendwas getargetet habe. Der wird nochmal komplett reingegrippt. Den soll es aber eh schon zerreißen. Und dann schauen wir, dass wir die hier geslowt halten können mit unserem Glaivewurf, weil wir spielen diesmal kein Single-Target-Stun, sondern wir spielen diesmal ein bisschen was anderes. Wir slowen hier mal, schauen, ob wir hier reingehen können. Der dasht uns hier nochmal an, geht hier für Windfury-Damage. Wir killen instant das Totem drauf, damit er den Windfury-Damage gar nicht anbringen kann. Und dann stunnen wir ihn hier nochmal, damit er hier insta umfällt. Denn der spielt als One-Shot als Enhancer. Das heißt, wenn das Totem steht, instant Totem killen, so schnell man kann. Dann kriegt er nämlich, ich meine, er hat immer noch die Procs, aber er kriegt tatsächlich weniger. Warum, weiß ich bis heute nicht, weil das hört sich eigentlich nach einem Bug an, aber egal. Können wir wieder purgen, kriegen wir wieder ein bisschen Lifesteal mit dazu und dann können wir hier komplett durchfahren und eventuell können wir auch noch den DK hier finishen. Können wir Meta-Jump, wenn es geht? Oh, jetzt hat er den Debuff nicht bekommen. Wie dreist ist das denn? Wie dreist ist das denn, dass er den Debuff hier gerade nicht bekommen hat? Er geht hier schon mal in anti-magische Hülle, da können wir nicht wirklich viel machen, weil da kommen wir jetzt nicht so viel Damage durch. Er hat aber auch schon seinen Burst hier gerade an, ist aber ziemlich hart am Deathstriken gerade, können aber durchdashen. Außerdem ist der Vario auch noch auf ihn drauf. Und dann können wir den hier eh schon komplett überfahren und versuchen mal so schnell wie möglich einmal die gute Magierin zu killen. Weil wenn wir die Magierin killen, dann kriegen wir natürlich gleich mal bei weitem mehr. Ups, das war ein Fehler. Dann kriegen wir natürlich gleich mal, oder sie verlieren gleich mal bei weitem mehr Punkte. Man muss hier momentan extremst aufpassen in dem BG. Ich hoffe, es passiert in dem BG nicht. Einer ist zumindest hinten gerade. Aber man kann den Boss tatsächlich momentan mit nur wenigen Leuten legen. Und ja, ich habe hier schon BGs gehabt wie das hier, das komplett dominant für deine Fraktion ist. Und auf einmal zack, los. Weil irgendeine Gruppe aus irgendwie 5 Spielern den Boss von deiner Fraktion einfach gejuckt hat. Da muss man ein bisschen aufpassen momentan. Weil man da jetzt so viel Gear hat und wenn da irgendwie ein Druid-Tank oder sonst irgendwas dabei ist, dann ist das immer relativ fix aus hier. Deswegen, nur falls euch das auch mal passieren sollte, damit ihr dazu in Zukunft Bescheid wisst. Ein Chat haben wir mit dabei, wunderbar. Yo, mir kommt's jetzt erst, Dubstep ist hier im BG. Yo, yo, yo. Das ist der gute Dubstep aus der Community. Gar nicht realisiert. Ich cure gerade alleine, deswegen bin ich gerade ein bisschen überrascht. Sollen wir hier reingehen? Wir gehen hier einfach rein. Der DK ist ja auch gerade mit am Start hier. Da dashen wir gleich, wenn wir ihn sobald ready haben. Aber ich glaube, den zerfetzt hier vorher schon. Dann gehen wir hier mal rein. Gehen hier gleich mal defensive. Sollen wir gleich noch eine Darkness legen? Wir legen auch noch eine Darkness. Einfach nur, damit ich hier komplett aggressiv reingehen kann gerade. Aber ist, glaube ich, eh generell nicht so schlecht. Oder so. So schlimm gerade. Ich meine, wir können hier mal Leap machen. Werden die nochmal gestunt? Werden nochmal gestunt? No, das ist jetzt fies. Jetzt haben sie aber Stunts reingeballert ohne Ende gerade in mich. Das war gerade unnötig. Jetzt habe ich extra den Root getrinketet, damit ich Meta leapen kann. Und dann haben sie einfach einen Stun nach dem anderen reingeballert in uns. Und der komische Magi hier spammt die ganze Zeit Show Tooltip Arcane Blast. Sein Makro scheint nicht zu funktionieren, glaube ich.
nachdem er das hier die ganze Zeit spammt. Aber Demon Hunter immer noch extrem fun. Hier, man sieht nach wie vor, Ventia ist halt extrem lustig in großen Zergs die ganze Zeit. Deswegen halt sehr, sehr nice hier dämonisches Erbe, wo man generell kürzeren Cooldown auf die Meta hat und durch den Vierer-Set-Boni. Wenn ich aktiv Damage machen kann, also die ganze Zeit Jezorn verbrauche, dann habe ich natürlich die Meta nochmal schneller ab. Und dann kann ich natürlich immer die ganze Gruppe debuffen, je nachdem, ob ich in so einen ganzen Zerg reinspringen kann. Was halt sehr, sehr geil ist. Und wie gesagt, Blutmond ist auch noch cool dazu. Zusammen hier mit Seelenreise, weil haben wir so schon 10% Lifesteal. Und mit Blutmond, wenn ich purge und noch andere Ziele dann nebenbei erwische, dann nehme ich halt Effekte runter und kriege dann noch mehr Lebensraub. Das heißt, ich tue mir bei Weitem leichter halt alleine zu überleben. Gerade wenn ich irgendwie reingehe. Jetzt hätte ich zum Beispiel gerade purgen können. Vielleicht hätte ich dann überlebt. Aber sie haben mich halt auf meiner Darkness rausgegrippt. Und dann bin ich halt eh oder mehr oder weniger schon tot. Denn so viel Survivability hat der Demon Hunter natürlich nicht. Dafür hat er ja die Mobility. Denn wenn er da einmal in dem Stun gefangen ist, ist meistens eh schon vorbei. Sofern nicht gerade ein Healer im Nacken hängt. Aber jetzt dürfen die Wachen despawned sein, weil die hauen dir natürlich am meisten die Zähne immer ein. Das ist immer gar nicht so geil, wenn da eine Wache komplett in dich reinrasiert. Was ist denn da unten eigentlich immer los? Da ist immer so der Omega-Zerg mit dabei. Ich würde mal sagen, wir gehen hier mal für den Magier und schauen, dass wir den hier komplett zerlegen können. Magier ist schon mal down. Demon Hunter geht hier erstmal für seine Darkness, da wollen wir nicht unbedingt drinnen spielen. Er spielt überhaupt mit dem in die Luft fliegen Talent. Das bringt jetzt nicht so viel, weil das ist generell nicht mehr so viel Damage, auch wenn es prozentual bedingt ist. Außerdem wird er da oben desoriented und dann wird er einfach vom Hunter weggesniped. Der Hunter outplayed. Outplayed ohne Ende, Mann. So, wir schauen mal, wie der Zerg hier vorne aussieht. Ich habe wieder Meta-Jump ab. Das heißt, ich kann auf jeden Fall da wieder komplett reinspringen gleich. Und das will ich hier auch. Deswegen gehen wir hier einfach mal rein. Meta-Jump hier den kompletten Cluster rein. Shrinkippen hier, stunnen hier alles. Schauen, ob wir hier nochmal I-Beam anbringen. I-Beam bringen wir an. Damit pushen wir unsere ganze Gruppe nach vorne ohne Ende gerade. Kicken hier gerade, weil mich desorientiert. Werden hier nochmal gestunt. Kann gleich defensiv gehen. Kann hier defensiv gehen. Wird nochmal zurückgegrippt. Versuche hier von der Brücke seitlich runter zu jumpen und doch halbwegs in Line of Sight zu bleiben von den Heilern. Denn ich werde hier gerade ein bisschen rasiert von denen. Und jetzt sehen wir mein Keybind parkt. Ne, jetzt geht's wieder. Okay. Der Pali pusht uns ja einmal alle runter. Haben wir noch Heiler vorne? Das sieht sehr, sehr mies aus gerade, Heilleistung technisch. Da hinten, glaube ich, das sieht nach einem Heiler aus. Da laufen wir mal in seine Richtung. Vielleicht kriegen wir Heilung. Oh, jetzt wurden wir geheilt. There we go. Und dann können wir wieder versuchen, hier reinzugehen, damit wir gleich mal unsere Buffs wieder resetten können. Springen hier einfach nach vorne. I-Beam geht durch, debuffen den Hand einmal, kriegen schon wieder einen Stormbolt vom Vari ab. Der wartet aber auch schon regelrecht auf mich. Legen hier ganz kurz eine Darkness auf mir drauf, damit wir vielleicht für den Vari committen können. Aber ich werde immer noch auch debufft von den... Oh mein Gott, dieser Pfeil auf mir drauf. Ich werde immer noch debufft von den Wachen auch teilweise. Sind da noch welche ab? Ich dachte, wir haben die Base. Ne, wir haben die Base. Da sind vorne noch die Wachen ab. Zumindest da ist noch einer, okay. Weil ich wurde nämlich gerade der Root, den er gerade auf mir drauf hat, der war nämlich vorher von der Wache noch. Dieses Netz einfach nur, dieses Netz-Icon. Wir schauen, dass wir hier irgendwo unseren Jezorn verbrauchen können, damit wir natürlich hier wieder schneller unsere CDs am Start haben. Weil ich würde da schon nochmal ganz, ganz gerne reinleben. Können nochmal I-Beamen gerade. Zu weit will ich nicht reingehen, wir können hier einmal kurz debuffen, vielleicht noch einen Glefenwurf hinterher, damit er mehr Ticks kriegt, aber geht sich gerade nicht aus. Der Pali geht hier nochmal für die Knockbacks. Ein Stun-Totem steht drin, der Mofa nochmal auf die Seite, aber der Frostmage slowt hier rein, wie wahnsinnig. Da kommt nochmal ein Typhoon einmal rein. Gleich haben wir wieder ab. Jetzt können wir gleich wieder reingehen. Der Vari, ich habe ein Trinket, habe ich noch keins und ich habe keine Darkness und unsere ganze Gruppe wurde gerade runtergenockt, deswegen will ich gerade noch nicht reingehen. Wir warten ganz, ganz kurz. Wir warten ganz, ganz kurz und dann pushen wir massiv rein. Komm, die Gruppe muss ran. Die Gruppe da hinten muss ran. Ich weiß nicht, was die da hinten gerade machen. Die attacken da irgendwie ein einziges, eine unheilige Klinge, was auch immer das ist. Aber ich würde mal sagen, wir gehen einfach rein. Wir gehen einfach rein, was soll gerade passieren? Und leben irgendwo, wo relativ viele auf einem Flag stehen, kriegen hier einen random Root-Effekt ab. Die pushen aber jetzt derbe nach hinten hier. Die pushen aber richtig derbe nach hinten. Wir stunnen hier einfach mal und gehen hier einfach rein, weil was soll schon passieren gerade? Trinketen das hier, der stunnt uns instant, werden direkt drauf geklont, was sogar gut ist, weil das heißt, ich überlebe halt den DK-Burst, der hier gerade auf mir gepoppt wurde. Wenn sein eigenes Team wieder komplett sabotiert. No, diese Hunter mit ihrem Roadfall die ganze Zeit. Das merkst du als Demon hat immer so krass. Das sabotiert dich halt richtig. Das sabotiert dich halt immer richtig. Jo, vielleicht kriegen wir den hier down. Wir können nochmal reinchargen. Wir gehen komplett rein in deren Zerg. Die sind ja komplett hier nach hinten gepusht einmal. Werden hier nochmal AOE gestunt gerade. Mit Heal-Leistung sieht es hier schlecht aus. Wir haben nochmal dritte Mal gestunt. Jetzt können wir wegpushen hier. Gehen komplett raus in der Hoffnung, dass wir irgendwo hier Heilung kriegen werden.
Aber es sieht sehr, sehr schlecht für mich aus, was Heilung angeht. Ich glaube, wir hängen gerade alle am Boss drauf. Oh, da ging ein bisschen was raus. Jetzt können wir ein bisschen für den Red hier pushen einmal. Aber da habe ich gerade auch zu wenig. Ja, wir sind voll und ganz auf dem Boss hier drauf. Vielleicht sollten wir da ein bisschen mitkometen gerade. Hab allerdings auch defensivmäßig gerade nichts mehr am Start. Wir können vielleicht nochmal den Pali hier killen. Aber der kriegt gerade auch so viel Heilung. Oh, wir kicken ihn. Keine Bubble für ihn. Wenn er kickt ist, kann er nicht bubbeln. Aber Biggie ist schon vorbei. Viel zu kurze Runde, Mann. Viel zu kurze Runde. Ich hätte gerne am Anfang einen massiveren Zerg gesehen. Wir schauen uns mal an. Logischerweise, Eule muss auf Platz 1 sein. Eule, Afli, wobei das ist ein D-Store, der hat am Anfang einen extrem starken Go gehabt. Aber Eule, Afli sollte eigentlich immer ganz oben sein. Wir sind relativ weit oben für den Demon Hunter. Immer massiven Zerg. 2,4 Millionen Damage, 1 Million Healing dann. Not bad. Deren Blatt, die kehrt 7,1 Millionen Healing dann und hat damit fast 3 unserer Heilout. Alles klar, Mann. 2,4 Millionen Damage, wir schauen uns mal Gesamtdaten ganz kurz an, schauen hier nochmal ganz kurz rein. Sehen wir nochmal Feuerbrandaura, auf jeden Fall der AOE tickt die ganze Zeit, das Brandzeichen tickt massiv rein, Krit teilweise für 8k, Fellrush 14k, höchster Krit und ansonsten halt die normale Rotation mit Todesfeger und halt Chaosstoß als auch I-Beam. Alles in allem, solides BG, ich hoffe auf jeden Fall, dass es euch gefallen hat, wenn ja, Däumchen nach oben. Wenn ihr noch Fragen habt, wie immer ab damit unten in die Kommentare, vergesst auch nicht mehr auf meinen Social Media Networks zu folgen, alle Links wie unten in der Videobeschreibung und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video oder im Livestream. Bis dahin, haut da rein, ciao.